Startschuss in die Pokalwoche. Am Mittwoch geht's gegen die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal Achtelfinale. Justi, hast du Bock? Ja, ich habe immer Bock. Der Pokal ist dein Wettbewerb, deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir dich hier haben. Du bist unser Rekordtorschütze im Pokal. War dir das bewusst? Weißt du, wie viele Tore du gemacht hast? Nein. Tatsächlich 12, aber der Pokal scheint ein besonderer Wettbewerb für dich zu sein. Was macht es vielleicht so aus? Warum ist vielleicht der Pokal besonders? Wir haben letztes Jahr einen Titel gewonnen, aber ja, jedes Spiel ein K.O.-Spiel, ne? Das ist besonders. Ja, klar. Das heißt, wenn ein Spiel entscheiden werden müssen, dann ist es klar anders als in der Liga zu spielen. Man sieht es auch immer wieder, jedes Jahr, dass großartige Spiele da rauskommt, den Underdog halt den großen Favoriten schlägt und so weiter. Das passiert halt nur im Pokal. Und deswegen ist es auch immer wieder besonders. Und warum du an der Spitze stehst, kannst du dir das erklären? Zufall, glaube ich. Oder vielleicht, weil du so lange dabei bist. Das kann auch sein. Wir sind ja wirklich gut ins neue Jahr gestartet, mit guten Ergebnissen im Januar, hatten ein intensives Trainingslager gemeinsam. Kannst du nochmal sagen, warum läuft es gerade schon wieder so gut? Warum ist man schon wieder direkt im Flow, wie vor der WM-Pause? Wir sind gut drauf, wir haben eine gute Vorbereitung hingelegt. Die Leute sind fit zurückgekommen. Und dann haben wir einfach geile Kicker. Und wir haben auch schon gezeigt vor der WM, vor der Winterpause, dass wir richtig gut Fußball spielen können und viele Ergebnisse geholt haben, die letzten viele Spiele in der vor Weihnachten. Und da haben wir einfach direkt wieder aufgegriffen und weitergemacht. Wir sind richtig gut gestartet, Hoffenheim durchaus durchwachsen, sind ja auch etwas weiter unten in der Tabelle. Spielt es eine Rolle, wie es in der Liga steht, oder bereitet man sich auch ganz anders vor auf so ein Spiel, weil es eben ein K.O.-Spiel ist? Ganz anders nicht, ein bisschen anders schon. Aber wie ich vorher auch gesagt habe, ist egal, wie du in der Liga stehst, Pokal ist eigener Wettbewerb und man sieht es immer wieder. Egal, ob das dann einer, der ein bisschen tiefer in der Tabelle oder von einer ganz anderen Liga spielt, dann wird es trotzdem manchmal eng, wenn wir unser Ding machen und unser Ding weitermachen. Da gehe ich auch davon aus, dass wir in die nächste Runde einziehen werden. Aber man sieht es immer wieder, man muss immer aufpassen, egal wer der Gegner, was der Gegner heißt. Immer aufpassen, wer der Gegner ist und am besten was vorbereitet haben. Vielleicht auch die Geheimwaffe Josef Paulsen. Jetzt, wenn wir auf deine Saison schauen, Jussi, am Anfang, verletzungsbedingt konntest du leider nicht supporten im Team, bist jetzt aber immer wieder weiter rangekommen, hast jetzt auch wieder dein erstes Tor in diesem Jahr geschossen, das 10. Tor im 10. Jahr für RB Leipzig. Wie weit bist du? Und vielleicht mit Blick auf Pokal, können wir uns da auf einen Treffer von dir freuen? Hoffentlich kann ich weitermachen. Ich habe im letzten Pokalrunde auch 2 Tore geschossen, also von daher, ich bin fit, ich bin da. Wenn ich die Chance bekomme, dann werde ich ja auch nutzen. Jetzt geht der Blick vielleicht noch nicht ganz so nach vorne. Wir haben letztes Jahr den Titel gewonnen im Pokal. Spielt das jetzt schon eine Rolle, dass man langsam sagt, okay, jetzt geht es in die heiße Phase, im Prinzip sind es nur noch 3 Spiele, dann können wir den Titel verteidigen. Ist das jetzt schon im Kopf oder ist das noch sehr, sehr weit weg? Man kann nichts kaufen von dem, was man letztes Jahr erreicht haben. Es war schön, es war besonders, aber das ist trotzdem, wenn wir auf diese Saison gucken, Vergangenheit. Und davon können wir uns nicht kaufen. Wir müssen es wieder uns erarbeiten und gerne dann wiederholen. Aber es macht keinen Unterschied. Also, wir müssen trotzdem hart arbeiten. Wir sind trotzdem bereit für die TSG Hoffenheim am Mittwoch, Jussi, und wir wünschen dir ein gutes Spiel und hoffentlich auch wieder einen Treffer gegen die TSG. Dankeschön. Danke dir.